Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den riesigen You Try Me Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dieser Adventskalender ist immer noch verfügbar, kostet 69,90 € und soll einen Warenwert von über 100 € beinhalten. You Try Me ist so eine Plattform, da kann man quasi sich einfach die Box vorladen und man zahlt quasi immer für eine komplette Box, kann dann aber die Produkte selber sich aussuchen. Das Ganze soll tatsächlich auch relativ günstig sein, beziehungsweise ein super Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Ich bin aber gespannt, was hier so drin sein wird. Das sind auch alles wohl Lebensmittel, die jetzt nicht irgendwie abgelaufen sind, und das sind auch tatsächlich Sachen drin, die jetzt nicht unbedingt Lebensmittel sind. Und ich bin wirklich gespannt. Also keine Ahnung, was da drin sein soll. Für eine zweite Meinung schaut gerne bei Nicole vom Kanal Chiquitas Place vorbei und dann machen wir das Ding mal auf, ne? Ach, du ahnst es nicht. Also wir haben direkt am 1. Dezember schon 4 Gewürzmischungen von Just Spices drin. Zweimal das Spekulatius-Gewürz und zweimal das Zimtstern-Gewürz. Passt natürlich richtig toll zu Weihnachten. Das sind jeweils 15 Gramm und das ist, okay, alles nur bis zu Januar, Anfang Januar 2025 haltbar. Das heißt, wenn man den Adventskalender auspackt, ist das Ganze nur einen Monat haltbar. Das muss man wissen, ne? Ich habe, wenn ihr möchtet, auch den Code JustCloudy bei Just Spices. Da könnt ihr ein bisschen was sparen. Ihr bekommt manchmal 5 € Rabatt. Manchmal bekommt ihr das Bratkartoffelgewürz für Oma mit dazu. Probiert das gerne mal aus, wenn ihr möchtet. Gerade so in Bezug auf den Adventskalender könnte das ganz interessant sein. Sammy steht hier schon direkt und möchte gucken, ne? Unglaublich. Finde ich schön, dass es drin ist, aber ich finde es nicht schön, dass das schon in einem Jahr ablaufen soll. Also in einem Jahr, in einem Monat, Entschuldigung. Ich habe hier auch kein Booklet oder sowas mit dabei gehabt, sodass ich euch jetzt auch nicht die Preise so richtig rausgegucken konnte, wie auch immer. Ich versuche das online zu recherchieren, ne? Am 2. Dezember habe ich von Alnavit frei von bio-glutenfrei Mini-Doppelkekse drin. Und da sind 2x4 Stück drin enthalten. So schaut es einmal aus. Und sowas hört sich für mich sehr, sehr lecker an. Das kann ich mir auf jeden Fall gut gönnen. Und das ist dann auch bis 10.07.2025 haltbar. Da hat man ein bisschen länger seine Freude dran. Mir sagt die Marke so gar nichts. Wahrscheinlich, weil ich auch noch nicht so wirklich mich informiert habe über glutenfreie Ernährung, ne? Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier habe ich Mozartkugeln drin, 2 Stück von Regea. Spezialitäten, glaube ich. Die sind jetzt irgendwie auch nicht mehr in der Packung. Das heißt, du siehst hier auch nicht, bis wann die noch haltbar sind. Das heißt, ich würde empfehlen, dass wenn man die auspackt, dass man direkt auch diese beiden Kugeln isst. Keine Ahnung, wie lange die halten sollen. Hier haben wir die Nummer 4. Ja. Es sind 2 Bambus-Zahnbürsten, ab 3 Jahren geeignet. Disney The Jungle Book, das ist natürlich süß. Mit 2 von 8 Spielfiguren, das sieht süß aus, ne? Wirklich, finde ich richtig hübsch. Ich persönlich mag nicht so gerne Holz in meinem Mund haben. Vielleicht lege ich die zur Seite, ob Julius sie dann vielleicht so nächstes Jahr haben möchte. Warum eigentlich nicht? Aber ich bin jetzt wirklich kein Fan von Bambuszahnbürsten. Aber süß, was für Spielfiguren hat man denn dabei? Wie sehen die denn aus? So, die musst du dann wahrscheinlich auch noch auspacken, wa? Ja, okay. Das muss ich mir dann nochmal genauer angucken. Aber süß ist es auf jeden Fall. Okay, es wird jetzt so langsam mal in den Non-Food-Bereich abgedriftet. Am 5. Dezember, ein Tag von Nikolaus. Es steht auch hier drauf, morgen kommt der Nikolaus, stellt eure Schuhe raus. Das passt. Das passt wirklich. Da ist von Polyboy was mit dabei. Clever Care, perfekt für unterwegs. Das sind Sofortglanz-Lederfeuchttücher. Genau. Oh, toll. Naja, so sieht es auf jeden Fall aus. Finde ich ganz süß, sowas dann auch wirklich am 5. Dezember reinzupacken. Das ist schon süß, ne? Ja, wie viele Tücher haben wir denn hier drin? Keine Ahnung. 10. Ist das ein schönes Nikolaus-Produkt? Ich glaube eher weniger. The Winter Edition von Red Bull. Iced Vanilla Berry. Ein Energy Drink, ne? Hätte ich jetzt nicht in eine 6 gepackt, bin ich ganz ehrlich. Also mein Freund hat gestern tatsächlich noch das getrunken, was wir letztens in einem anderen Adventskalender drin hatten. Aber das ist kein schönes Nikolaus-Produkt. Nee. Am 7. Dezember haben wir Bamboo Garden. Cook It Easy Massaman Curry Würzpaste für 4 Portionen drin enthalten. Das ist bis Juni
übernächsten Jahres haltbar. Ja, gut. Und ja, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Wir persönlich essen nicht so wirklich Curry, deswegen macht das nicht so viel Sinn. Aber ja, haben wir hier mit drin enthalten, kann man machen. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier ist allerhand drin enthalten. Einmal habe ich hier von T-Balls einmal so ein Probiergedönsen, ne, wo man dann auch noch einen Code von You Try Me mit dabei hat. Dann habe ich hier, und das finde ich cool, Zitrone, Limone mit Vitamin C. Das sind diese T-Balls. Die hatte ich auch schon in einem anderen Adventskalender als Minze drin und die fand ich echt gut. Also hier haben wir nochmal Zitrone, können wir gerade sehr gut gebrauchen. Kannst du heiß und kalt genießen. Und dann haben wir noch Happy Holidays, ein paar Informationen dazu. Da stehen die beiden, also steht der Code dann nochmal ganz intensiv mit dabei. Ja, reicht dann auch. Wir wissen Bescheid. In der Nummer 9 dürfen wir uns über ein bisschen Beauty freuen. Das freut mein Beauty-Herz natürlich auch sehr. Von Shams Lovely Rose. Augen-Gel-Pads, extra lange Pads sind hier drin für anspruchsvolle Haut. Das ist halt einfach mit richtig schön Feuchtigkeit. Das finde ich klasse. Sowas verwende ich auch wirklich sehr gerne und kann man im Sommer super im Kühlschrank aufbewahren. Im Winter ist es mir ein bisschen zu kalt. Und dann habe ich hier noch die Shams Koffein-Haarmaske mit dabei. Stärke und Kraft soll das geben. Mit Niacinamide auch ganz abgefahren. Und hier sind 20 Milliliter drin enthalten. Die ist doch wohl mal perfekt für unterwegs. Ne, das finde ich schön. In der Nummer 10 darf es mit Wasserglück weitergehen. Bio-Apfel, kalorienfrei und ungesüßt. Aha, das ist crazy. Das ist ein halber Liter hier drin, ne? 10.07.25, alles ganz entspannt. Ne, finde ich schön. Ein natürliches Mineralwasser mit natürlichem Bio-Apfel. Ja. Hast du dann mal so ein bisschen auch noch da Apfelgeschmack mit dabei? Schön. Oh, das freut mich sehr. Von Maretti haben wir am 11. Dezember, das ist die erste Schnapszahl, Oven-Baked Bruschette drin. Chips, oh, Pizza-Flavor, das finde ich schön. Die werden heute Abend wahrscheinlich gegessen. Ja, auch wenn ich gerade nicht so viel schmecke durch die Erkältung. Aber na, hier haben wir ein MHD bis 11.08.2025, also ganz entspannt. Aber sowas finde ich echt cool. Ist halt auch mal was anderes, muss ich sagen. Ne? Ich mag gerne solche Bruschettis. Oh. Halbzeit, Leute. Herbazin Wellness Bad mit Lavendel. Wie krass ist das denn? Für Körper, Geist und Seele erholsam und wohltuend soll das Ganze sein. Da haben wir echt ganz schön viel drin. Wie viel ist hier drin enthalten? Halber Liter. Das ist ja mal richtig krass. Also wenn man halt so ein bisschen runterkommen möchte, ein bisschen chillen möchte. Das kommt in der Weihnachtszeit wirklich gut, muss ich sagen. Das finde ich klasse. Also hätte ich nicht mit gerechnet. Ich habe erst gedacht, als ich das so geöffnet habe, oh, Lavendel zum Trinken. Nee, Lavendel zum Baden. Kathi würde schreiend davonlaufen. Also es wird jetzt so langsam immer besser, muss ich sagen. Nachdem wir anfangs so ein bisschen die Probleme hatten mit den MHDs, würde ich jetzt mal so sagen, und auch ein bisschen kleinere Sachen, nimmt das Ganze jetzt immer mehr Fahrt auf. Denn am 13. Dezember haben wir von McVitie's die Tartlets Schoko mit dabei. Crunchy Biscuit and Cream Filling. Sowas feiere ich ja total, ne? Das schaut einmal so aus. Das ist bis Februar nächsten Jahres haltbar und da sind 100 Gramm drin. Das finde ich klasse. Das mag ich, ne? Das ist ein schöner Keks. Am 14. Dezember haben wir Thunfisch für Pasta Tomate mit einer fruchtigen Tomatensoße mit dabei. Aha, 160 Gramm sind hier drin. Adventstuning Pasta statt Plätzchen. Okay, das ist witzig. Das ist wirklich witzig. Also bei manchen Sachen haben die süße Sachen rein gemacht. Eine entspannte Weihnachtszeit wünscht Katrin. Und das hat die wirklich handgeschrieben hier drauf gemacht. Das finde ich wirklich süß. Komm, ne? Bis 31.12.2026 haltbar. Auch mal was anderes. Und irgendwie gleichzeitig basic. Zum 15. Dezember haben wir Food Finisher Lecker Ei. Rührei, Spiegelei, Omelette. Food Finisher für richtig leckere Eier. Würde ich jetzt eher... Ja, du, wobei doch, komm, auch in einem Adventskalender, ne? Da ist man auch vielleicht öfters mal so am Frühstücken oder so in der Adventszeit. Naja, auf jeden Fall haben wir hier 80 Gramm drin. Ist vielleicht eher ein Produkt, wollte ich nämlich sagen, was Richtung Ostern geht. Aber trotzdem finde ich das richtig nice, dass sie es hier so reingemacht haben. LuisDiaSpices.com. Das Ganze ist haltbar bis 31.08.2027. Also das, die Thematik mit den MHDs scheint hiermit vorbei zu sein. Finde ich sehr schön. Also ich esse gern Rührei, ich esse gern Spiegelei und Omelette, eher selten. Aber ich glaube, das kommt wirklich gut. Und sowas kann man sich bestimmt auch einfach normal auf sein gekochtes Ei geben. Am 16. Dezember denkt der Adventskalender schon, dass meine Schwiegermam in Spee dann auch gerne zu Heiligabend oder zu Weihnachten ihre Käse-Sahne-Mandarine-Torte machen wird. Denn hier haben wir Mandarinorangen von Del Monte mit dabei, leicht gezuckert. Das finde ich richtig cool. Und ja, Abtropfgewicht sind 175 Gramm, ansonsten 312. Ist ewig haltbar bis 31.07.2025. Ne? Finde ich richtig schön. Quarksahne übrigens und nicht Käsesahne.
Na okay, eine Woche vor Heiligabend haben wir hier auch Stoff drin enthalten, und zwar das Guinness Draught Stout. Das ist ein Bier, ein Schankbier mit 500 Milliliter, nee, mit 440 Millilitern. Ja, also werden wir weitergeben, werden wir nicht so zu uns nehmen. Bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt in einem Adventskalender. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember haben wir noch was von Bamboo Garden drin. Cook It Easy, Chicken, Ramen, eine Würzpaste. Ja, wenn man halt selber so einen Rahmen macht, ne, das ist bis Februar 2026 haltbar und hier sind 45 Gramm drin. Alles super. Also da kann ich mich jetzt nicht drüber beschweren. Wir sind halt nicht so die, ne? Aber wir haben solche Nudeln tatsächlich durch den Reishunger-Adventskalender bekommen. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass ich das mal ausprobieren könnte vielleicht. Jo. Zum 19. Dezember gibt es auch wieder was Spektakuläres. Mitsuba Street Food Snack Mix Thai Green Curry Style. Mild. 140 Gramm sind hier drin. Mag wahrscheinlich nicht jeder. Ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Denn diese Mitsuba-Dinger sind zwar super krass gewürzt, ne? Also auch sehr scharf. Aber ich mag es eigentlich echt gerne. Das ist bis 2.2.25 haltbar. Das heißt, auch das sollte man dann schnell essen, wenn man den Adventskalender bekommen hat. Ne? Als Kontrastprogramm gibt es dazu am 20. Dezember, herzlich willkommen im 20er Bereich, von Dr. Oetker Love It, pflanzlicher süßer Reis einmal hier. Das finde ich super schön für zwischendurch, einfach mal eben schnell gemacht. Das machst du auch wirklich nur in der Mikrowelle. Reicht für eine Portion bis September nächsten Jahres haltbar. Das finde ich gut, da mache ich mir ein bisschen zum Zucker mit rein und dann ist es nochmal perfekt. Und dann gibt es hier auch noch das, den pflanzlichen Schokopudding mit Rohrohrzucker. Auch das mal eben in der Mikrowelle gemacht und bis Juli nächsten Jahres haltbar. Halt so Tassengeschichten, ne? Für eine Portion immer ganz gut geeignet. Das finde ich hier in so einem Adventskalender auch ganz gut. Am 21. Dezember habe ich hier den Grafschafter Goldsaft mit Apfel drin enthalten. Der streichzarte Fruchtaufstrich, der ist bis März 2027 haltbar, also ganz entspannt. Und das ist halt so aus Rüben, ne? Aus Zuckerrüben oder so oder wie auch immer. Ich hatte das auch schon mal mit Apfel, das hat mir persönlich nicht ganz so gut gefallen. Ich hatte jetzt aber in einem anderen Adventskalender auch das drin ohne Apfel, was ich sehr, sehr gerne mag. Und mich an meine Kindheit erinnert, denn meine Mama hatte damals auch immer dieses hier, wobei damals hatte das noch nicht so einen Plastikdeckel. Das war halt wirklich alles noch sehr aus Pappe und dann suppte das alles immer so zu. Da erinnere ich mich noch echt dran. Sobald man diese Verpackung nur angepackt hat, ist man daran festgeklebt und bekam es einfach nicht mehr ab. Auch das ist Kindheit, Leute. 22. Dezember, die zweite und letzte Schnapszahl. Meine Oma hat immer Punika da gehabt. Multivitamin, 32% Frucht. Das ist nicht gesund. Das ist wirklich nicht gesund. Aber Oma hat es da gehabt. Ich habe es immer, immer, immer getrunken. Und ich habe es so geliebt. Und ich freue mich drüber, das jetzt wieder mal hier zu haben. Ich habe einfach diese großen Glasflaschen mit diesen riesigen Öffnungen immer so hart gefeiert. Und man durfte dann immer bei Oma auch, wenn dann quasi nur noch ein bisschen unten drin war, dann durfte man den letzten Rest auch selber aus der Flasche trinken. Das war immer cool, muss ich wirklich sagen. Am Tag vor Heiligabend darf man dann noch ein bisschen Wellness machen. Und da das ein Zweier-Sachet ist, kann man das auch zu zweit machen, wenn man möchte. Luvos Heilerde hat hier nämlich so eine Hydrum-Maske rausgebracht. Spendet nachweislich intensive Feuchtigkeit mit Algen, Meerwasserextrakt und naturreiner Heilerde. Ja, da sind zwei Sachets, wie gesagt, drin. A 7,5 Millilitern. Das ist bis März 2026 haltbar. Also auch das ganz entspannt. Finde ich schön, sowas einen Tag vor Heiligabend reinzupacken. Das passt. Und zu Heiligabend gibt es dann hier auch noch was. Le Sirop de Monin mit Karamell. Oh, das kann man in Kaffee zum Beispiel reinmachen oder in Kakao oder so. Das ist natürlich ziemlich nice, ne? 250 Milliliter sind da drin. Das Ganze ist bis Juni 2027 haltbar. Und dann hast du hier auch noch so ein bisschen Werbung mit dabei. Da geht es aber um You Try Me. Also die haben mir viel Werbung reingeballert, ne? Damit man das Ganze auch irgendwie so ein bisschen... Dann, wenn man den Adventskalender verschenkt, ach so, nee, hier ist noch was anderes drin, dass wenn man den Adventskalender verschenkt, dass man auch, ne, so ein bisschen darauf aufmerksam macht, was You Try Me eigentlich ist. Hier hast du Rezeptideen mit dabei, wie man halt diesen Yum Yum so verwenden kann. Und dann, es war auch angekündigt, hat man hier auch noch einen 100% Rabattgutschein für eine You Try Me Box. Den werde ich euch mal irgendwann in eine Verlosungsbox oder so mit reinpacken, ne, denn ich habe die auch schon mal ausprobiert. Genau, dass man da mal gucken kann. Und das ist jetzt einmal der Adventskalender gewesen. Also der ist ja
teilweise, also wenn ich mir das jetzt auch so zum Vergleich ziehe zu Brand News oder so, ne, ist ja auch ungefähr fast doppelt so teuer wie die Adventskalender, die man dort so bekommt. Der soll aber auch einen doppelt so hohen Warenwert haben. Und ich glaube, dass er das erreicht eben durch diese Non-Food-Artikel und durch etwas speziellere Food-Artikel. Also manche Sachen kommen mir halt nicht so geil vor, wie jetzt zum Beispiel einfach mal hier so zwei Mozartkugeln reinzupacken oder ne, nur noch einen Monat haltbar, wenn man den Adventskalender auspackt, irgendwie welche Gewürze oder so, was ich sehr schade finde. Aber an und für sich ist es ein richtig toller Mix von dem Adventskalender. Also schön gemacht, auf jeden Fall. Wir haben auch richtig hochwertige Sachen mit dabei und auch wirklich brauchbare Sachen. Man wird mal auf die ein oder andere Route geführt, dass man vielleicht auch mal andere Geschmäcker ausprobiert. Ich finde es jetzt eigentlich soweit so gut, ne? Also gerade auch für den Preis ist es schon schön. Aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt bevorzugen würde, vor allem von Brand News oder Degustabox oder so. Weiß ich nicht. Wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Weil der ist jetzt schon wirklich einer der teureren. Ne? Das wäre es hier schon wieder von mir gewesen, ihr Lieben. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.